Hallo und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Warlords Battlecry Nummer 2. In der letzten Folge haben wir Elentia oder sowas erobert, um uns Fernkampfreichweite zu erhöhen, abzuholen oder so. Und jetzt gehen wir auf eine der zahlreichen Bonusgebiete. Das erste ist, glaube ich, Trak war es. Und diesmal mit Menschen, weil wir hier anscheinend gegen Reiterstämme kämpfen. Warum auch immer. Du darfst magische Verteidigung machen. So, und ich lagge nichts. Ich habe nur die vergessene Geschwindigkeit hochzustellen. Ja, sehr schnell. Dann baust du mir, du brauchst mir gar nichts. Gehst einfach da rein. So. Und dann noch Stein aus dem Rest. Kristall braucht keine Socke. Gut. Dann Babla. Doch Reiterstimme. Aha. So, fertig. Dann bitte. Aha. So, und halt, du baust mir noch. Du baust mir eine. Ja, ich habe es ja gar nicht gesagt, aber du kannst anscheinend Telepathie. Lass mich durch. Gut. Dann können wir ruhig hier reparieren. Jo, was gibt's zu sagen? Nicht viel. Fertig. Gott sei Dank bist du so schnell, dass ich meine Zuschauer nicht unterhalten muss. Sehr schrecklich. Von daher, nein, nein. Ist nicht ernst gemeint. Manchmal habe ich so Phasen, wo ich da irgendwie nichts kommentieren kann, aber das geht wohl jedem so, der in diesem Genre tätig ist. Sagt man Genre? Ach, keine Ahnung. Ui da, wir haben einen lilafarbenen Gegner. Das ist doch selten? Ich glaube schon, Leder ist etwas seltener. Ah, ja, wunderbar. Da haben wir ihn gleich erwischt, den Waldläufer. Ja, bleib mal stehen hier. Flieh nicht, du Socke. Warum mach ich ihm dein Hauptgebäude kaputt? Der selber schuld. Jetzt. Hoppla. Jetzt drehst du um, oder was? Was hast du denn? Magie. Nix. Na ja, gut, dann. Bitteschön. Mann, lasse die Blutbadtaten das Abschlachten beginnen. Oder so. Der Satz sollte epischer werden, ist aber nicht geworden. Verdammt. So. Ist ja jetzt mal aufgefallen, dass die Minotaurenkönigin einen ziemlich behaarten Rücken haben. Die müssen ja bei Frauen super ankommen. Naja, aber sie sind wenigstens schön groß und muskulös. So, einer hat aufgegeben, aber es gibt noch einen blauen. Was bist du so? Nicht John L. Cheng, den habe ich ja schon hier. 25 Barbar. Okay, sag mal, was geht mit dir ab? Und ich bin 23. Wie unfair! Dafür kann ich mich heilen. Halt! Das ist kritischen Schaden. Ja, dann ziehen wir uns mal zurück. Fürs Erste. Jo, du hast dich inzwischen hier gelegt. Gelegt. Ich spreche zurzeit so Quatsch zusammen. Das tut mir leid, aber es ist so. Ja. Ein Marktplatz in die Mitte. Und ja, dann halt noch hier das Upgrade sich sichern. Hier gibt es nichts Schönes. Du sollst den Barbaren hier töten. Mit dem Zauberspruch Turin Elanos. Der hilft immer. Wo geht der Blaue hin? Er sammelt sich und wandelt um. Das kann er gerne versuchen. So, jetzt hast du keine Chance mehr. Blöder Held hier. Ich kann mich nicht heilen. Naja. So, der ist nicht ein Lager. Dann ist es wohl logischerweise auf der anderen Seite. Nämlich genau hier. Gut, da fließt du auch hin, du Depp. Jetzt weiß ich sicher, wo du bist. Ja, die brauche ich wahrscheinlich gar nicht mehr, aber trotzdem kann ich sie mal bauen. Menschen sind schon lange her, seitdem ich letztes Mal gespielt habe. Hier bin ich. Was ist mit euch so? Ja, ihr könnt ruhig eure Hauptarmee da abzwacken. Ich greife ihr Lager an. Gut, dann Attacke. Ja, ich weiß, dass du auf dem Weg bist. Das ist ja auch gut so. So, einmal Angriff bitte. Naja. Der Barbarenheld kann mich trotzdem noch ziemlich einfach töten. Deswegen werde ich mal hier ein bisschen umwandeln. Hopsiwupp. Gleich haben wir's. So, jetzt könnt ihr mal ein bisschen euch gegenseitig bekriegen. Gut. Was hat jetzt eigentlich der Golem für eine Chance, zu beschworen zu werden hier? 75%, das ist doch super. Schöne runde Zahl. Also eigentlich nicht rund, aber ihr wisst schon, was ich meine. Moment, rund ist schon aber gerade nicht, oder? Wie war das? Ach, Mathe, ich sag's euch. Ja, Forschung abgeschlossen. So, dann machen wir hier noch was um.
Sehr gut. Gut, wo ist der Held? Ja, alles lang gegriffen, ich weiß schon. Bin ich gewohnt, Frau. So, ein paar kleine Golems. Mana sparen, was sind die für einen Wert jetzt? Steingolem 84, oder? Ja. Auch gut. Gut, dann nach dem dunklen Turm kaputt und den Rest umwandeln und dann den Helden noch irgendwie töten. Und dieses Fußvolk hier. Hier noch ein anderes Lager irgendwo. Da unten. Da unten ist der Held noch. Die Socke. Gut. Also bitte töten. Das ist jetzt ziemlich stark, der Held. Muss ich aufpassen. Aber ich werde ihn irgendwie überwältigen. Übermalmen wollte ich gerade sagen. Auch ein schönes Wort. Das ist mir relativ schnuppe. Was denn noch alles? Ja, mach halt tot hier. Wo ist denn das Problem? Da. Batz, batz, batz. Was? Drei Schläge brauchst du. Schämlich. Gehen, bewegen. Und das. Oh, das hält schon wieder. Ja, der Held. Der gegnerische. Der baut hier wieder wie verrückt. Das ist los. Nun gut. Ja, ich weiß. Ist ja schrecklich, Frau. Noch fortlaufend. Und hier noch den ganzen Schwachsinn und einen Stall habe ich vergessen. Ja, speichern können wir auch mal. Warum nicht? Falls wieder abschmiert, das Spiel. Wenn ich schon mal. Ja, wunderbar. Ja, dann noch das hier kaputt machen, die Mühle. Wo liegt's? Wo ist denn der restliche, die restliche Einheitenproduktion? Gar nicht, ist es alles, was ihr noch habt. Das wird nicht lang halten. Ja, aber Barbaren haben auch so viel, früh krass viele Einheiten. Also so früh krass viele Einheiten jetzt hat. Habt ihr es dann mal? Hier, ja genau. Einmal Angriff bitte. Gut, aufgegeben. Dann gewonnen. Juhu! Jetzt sind echt noch kurze Karten. Ja, Wollingen. Dann kommen wir unserem Gesamtsieg immer näher. Juhu! Aber dann ist das Let's Play schon vorbei. Schade eigentlich. Hat ziemlich Spaß gemacht. Aber es gibt ja noch andere. Hervorragend, danke Frau. Dich werde ich am meisten vermissen. Yay! Und den Typ in der Rüstung auch. Nichts Besonderes, außer dass das Team wieder klein wird. Ein Weißmagier ist natürlich wieder kaputt gegangen. So, eine Kapitulation. Eine mächtige Delegation fällt vor ihnen auf die Knie und bittet sie eine große Summe von 400 Kronen an, um den ungleichen Kampf zu beenden. Was sollen sie tun? Ja, den ungleichen Kampf fortsetzen, natürlich. So, dann könnten wir uns diese Moral... Oder das hier mal schnappen, Drachenfähigkeit? Ne, wir wollten erst die Moraldingern haben, dann die Drachenfähigkeit. Dann greifen wir Thoragnar an. In diesen Dörfern nehmen Dunkelzwerge über Bahn und... Dunkelzwerge waren als Sklaven gefangen. Na, dann werden wir normale Zwerge nehmen. Einfach so, zum Spaß. Gut, hatten wir auch nicht mehr. Hat auch lang nicht mehr. Ja. Mit Steuerung Tab können sie nur die Gebäude durchschalten. Die Einheiten produzieren. Naja, auch nicht schlecht. So, dann Runenmeister, ne? Die können Erdelementare beschwören. Und einen Dings da zum Bauen. Einen Schmied, genau. Attacke. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir dieses Gebiet erobern. Bis dann, Servus und Ciao.